Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. In einem der letzten Videos habe ich euch das Projekt mit dem Meerwasser-Aquarium angekündigt. Für euch ist es ein paar Wochen später, für mich nur zwei Minuten später. Und zwar habe ich euch gezeigt, wie ich die Verrohrung gemacht habe, das Technikbecken, das Nachfüllbecken. Genau, und heute geht es um die Verrohrung. Viel Spaß mit dem Video und let's go. Ja, ich habe noch nie verrohrt, aber das sah im Video oder in Videos nicht so schwer aus. Ich habe mir die PVC-Rohre bestellt und zwar in 32 mm für den Hauptablauf und den Notablauf. Und für die Rückförderleitung habe ich auch eine 32er Tankdurchführung, aber die habe ich auf beiden Seiten reduziert auf 20. Und somit geht es ja auch eigentlich gerade durch, gibt es ja keine Reduktion unterwegs. Und genau, das werde ich dann verkleben mit diesem Tangit. Und dann habe ich mir noch eben so PVC-Rohr-Cleaner gekauft, um die Rohre vorm Verkleben so ein bisschen fettfrei zu kriegen. Genau. Und ja, also und die Rückförderleitung habe ich aber auch im letzten Video erklärt. Die Rückförderleitung ist auf die Rückförderpumpe draufgesteckt mit dem Rohr oder mit dem Schlauch und dann bis nach oben. Weil da soll noch ein UV-Klärer rein, den habe ich aber noch nicht, deswegen habe ich erstmal ein Stück Schlauch genommen, weil den kann ich abschneiden und der ist flexibel. Dann brauche ich da noch nichts fest verrohren. Ich sag mal, wenn ich dann die UV-Anlage oder den UV-Klärer habe und sage, ja, ich will den fest verrohrt haben, kann ich das ja immer noch nachträglich machen. Deswegen da erstmal ein Schlauch für die ersten Tage, dass das Wasser erstmal sich in der Runde dreht und genau. Und ich würde sagen, für euch gibt es wahrscheinlich einen kleinen Zeitraffer, weil viel gibt es, glaube ich, nicht zu erzählen. Für euch gibt es einen Zeitraffer und ich melde mich zwischendurch. Ganz einfach. Ich habe hier mein Rohr, das habe ich mir eben schon zusammengesteckt. Nehme ich das raus. So, das soll da drauf. Dann nehme ich mir hier das Tuch. Diesen Cleaner hier, wo ich glaube, dass das einfach nur Verdünnung ist und maximal überteuert war. Ja, der Edding geht so weg, also ja. Gut, es ist dann auf jeden Fall sauber und fettfrei. Das, was ich verklebe, mache ich dann sauber. Lass das dann kurz so ein bisschen ablüften. Der soll da rein. Lege ich mir das an die Seite. Nehme dieses Tangit, mache das hier einfach drum. Ein bisschen. Streich das so ein bisschen. Ich habe gesehen, es gibt Leute, die machen das mit dem Pinsel. Ja, ich habe keinen Pinsel, hätte ich jetzt machen können, aber so. Ich bin immer der Meinung, viel hilft viel, also mache ich in diese Verschraubung auch noch was rein. So, da drin ist jetzt auch Tangit, dann stecke ich die beiden einfach zusammen. So, gucke ich, da kommt überall oben am Rand dieses Tangit raus, dann soll das wohl da drinnen sein. Ja, und jetzt hoffe ich einfach nur, dass das dicht ist. Das Zeugs zieht richtig schnell an. Ich habe mich gerade einmal verklebt, weil ich oben vergessen habe, diese Überwurfmutter drauf zu machen. Habe das eine Minute später abgezogen, da war das schon richtig, also das geht ruckzuck. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich nachher schon Wasser reinlaufen kann.
Ja, das lasse ich jetzt stehen und so geht's weiter. So geht's. Ich habe es mir ja schon zusammengesteckt. Jetzt wird Stück für Stück die Verrohrung auseinandergebaut und geklebt, wieder zusammengebaut und trocknen lassen. So, gestern habe ich ja die Verrohrung gemacht. Das habe ich jetzt eine Nacht trocknen lassen und jetzt gucke ich mal, ob das dicht ist. Ich habe jetzt Wasser hier im Eimer und vom Eimer kippe ich das jetzt in den Ablaufschacht, weil ich jetzt nicht das ganze Becken unter Wasser setzen will, weil ich gleich die Steine, das Riff wollte ich gleich schon kleben. Deswegen kippe ich Wasser nur in den Ablaufschacht und gucke, ja, ob das dicht ist und ob das dann auch passend drüber läuft und unten ankommt. Und dann gucke ich gleich einmal, ob die Rückförderleitung auch dicht ist. Die Rückförderleitung habe ich jetzt ab hier nur mit Teflon gemacht und gar nicht geklebt, damit ich dann noch variabel bin und hier noch einstellen kann, wo der Ausströmer hingehen soll. Ja, ich bin mal gespannt, ob es auch wirklich dicht ist. So, was habe ich reingekippt? Steht da jetzt im Schacht, steht auch über der Tankverschraubung. Aber bis jetzt sieht es erstmal ganz gut aus. Da tropft nichts. Ich sage, kippe ich mal ein bisschen mehr rein. Guck mir das dann nochmal an. Hier sieht alles gut aus. Gut, die Tankverschraubung war sowieso dicht, das habe ich ja geprüft, aber jetzt habe ich ja die Rohre da drauf geklebt. Das sieht aber ganz gut aus. Wie viel Wasser ist hier drin? Ja. So, ich habe jetzt das Technikbecken unten voll gemacht mit Wasser, das ist auf jeden Fall dicht. Der Ablaufschacht ist auch dicht, das sieht ganz gut aus. Ich habe den Hauptablauf ein bisschen tiefer gemacht als den Notablauf. Der Notablauf ist genau in Höhe vom Kamm, das ist ja die Rückförderleitung. Und da werde ich jetzt meine Rückförderpumpe einmal anmachen und gucken, ob das dicht ist. Und dann soll das da in den Eimer laufen. Ja, und wenn das auch funktioniert, dann fange ich an, das Riff zusammenzukleben. Ich habe mir dafür hier so Riffmörtel bestellt. Den rühre ich jetzt gleich an. Ja, und ich habe hier so einen groben Aufbau. Irgendwie so in der Art stelle ich mir es vor. Ein bisschen, ja gut, das habe ich jetzt verschoben wegen dem Eimer. Dann da so eine Brücke, da so eine kleine Brücke und dann einfach so ein bisschen was in der Mitte, wo man ein paar Korallen stellen kann. Wahrscheinlich kommt da vielleicht noch was bei oder was, aber erstmal will ich das so ein bisschen clean und luftig halten. Und jetzt gucken wir, ob das Ding hier dicht ist. So, ich habe hier diesen DC Runner 1.3 von Aqua Medic. Das ist eigentlich ganz gut, das Ding. Und jetzt, wenn ich hier auf Lock drücke, sollte eigentlich hier oben Wasser rauskommen. So, man kann es auch schön reduzieren. 30% ist Minimum. Tröpfelt das halt nur so ein bisschen da rein. Und dann kann man hier halt hochgehen auf 100. Und dann sieht das eigentlich ganz gut aus und sollte dann. Sieht das ganz gut aus und dann sollte das funktionieren. Technikbecken hat ja, glaube ich, schon erklärt. Wasser kommt hier unten rein. Der Abschäumer nimmt das, pumpt das wieder in das gleiche Becken. Ich könnte den aber verrücken, dass er hier über die Scheibe geht. Das Becken in der Mitte bleibt erstmal leer. Es läuft dann hier über die Staustufe und die Rückförderpumpe saugt das an und pumpt das über den Schlauch wieder zurück. Das ist auch alles dicht. Das habe ich da oben mit dem Kabelbinder festgemacht. Unten an der Pumpe genauso. Weil Schlauchschellen sollen ja dann direkt rosten. Und hier ist auch alles. Hier ist alles trocken. Das ist ganz gut. Jetzt kann ich hier aufmachen. Das habe ich jetzt aufgestaut da oben. Den auch. Dann sollte das eigentlich da runterlaufen. Ja, funktioniert alles erstmal.
Ja, da bin ich ja erleichtert, das hat soweit gut funktioniert, das ist alles dicht. Da war ich jetzt gut, eigentlich nach dem Kleben. Gestern hatte ich ein gutes Gefühl, aber man weiß ja nie. Aber ja, das mit diesem Tangit, das geht ganz gut. Das ist auch so widerliches Zeug, das klebt direkt. Technikbecken ist auch dicht. Die Silikonnähte, die ich da selber gezogen habe und so, funktioniert auch. Rückförderpumpe funktioniert. So sieht das jetzt aus, wenn. Das ist der. Ja, der Hauptablauf, wie gesagt, den habe ich einen Zentimeter höher, muss ich mal gucken. Normal sollte das passen. Ist dann genau auf der Höhe vom Ablaufkamm. Der geht dann später hier rein. Dann muss ich ja hier irgendwie noch ein Loch bohren, falls das mal ausgeht, dass er dann Luft saugt und nicht das Becken so weit leer zieht. Da muss ich dann auch gucken, das muss ich dann nachher, wenn ich das dann nachher volllaufen lasse mit Osmosewasser, muss ich gucken, ob, wenn die Pumpe unten ausgeht, ob das Technikbecken das auch alles fasst. Aber ich glaube schon, da geht schon relativ viel Wasser rein. Aber ja, das probiere ich dann aus, das sehe ich dann. Und ja, soweit ist erstmal alles dicht. Und ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, ein Like, ein nettes Kommentar, irgendwas Konstruktives. Und ansonsten würde ich sagen, bis die Tage und tschüss.